Willkommen zurück zu einem neuen Video hier zum Sonnensystem. Heute werden wir einige Texturen verbessern, und zwar 3 Stück. Insgesamt haben wir natürlich 9 Texturen, das heißt, ich werde pro Folge einfach 3 machen und dann haben wir daher auch 3 Folgen, wo ich dann Texturen verbessere. Heute kommt Terra dran, Dulcis und Tenera. Das sind die 3 Planeten bzw. Objekte, die am meisten von euch verlangt wurden, und daher mache ich das auch. Bei Terra werde ich wahrscheinlich eine komplett neue Textur machen, und bei Dulcis und Tenera werde ich auf jeden Fall die Detailrate erhöhen, sage ich mal. Also ich werde so diese braunen Streifen da mehr davon machen, kleinere machen, verschiedene Größen und so weiter und so fort. Also insgesamt einfach mehr Detail. Und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob euch die neuen Texturen gefallen. Wenn nicht, dann schreibt, was man da noch weiter verbessern könnte. Und ansonsten beginnen wir jetzt, und zwar mit Terra.
So Leute, ihr habt es ja gerade eben gesehen, ich habe alle drei Texturen erneuert und hier haben wir Terra. Ich habe das jetzt hier ein bisschen verändert, ihr seht, ich habe da auch so gelbe Stellen eingefügt. Die sollen natürlich Wüste darstellen, das hatte ich beispielsweise vorher noch nicht. Ich habe die Arktis ein bisschen kleiner gemacht, ich habe im Grunde die komplette Umgebung verändert. Und jetzt gibt es auch am Rand kein Meer mehr, also kein Meer. Es gibt keine Meere hier am Rand, das heißt, ihr könnt im Grunde nicht mehr im Wasser landen. Ist natürlich doof einerseits, aber es macht es realistischer mit der Oberfläche. Und wir haben natürlich hier immer noch den Tag-Nacht-Zyklus und da wird's gerade Tag. Also das ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar zu Dulkis. Und ich weiß nicht, warum ich das als Ziel gesetzt habe. Jedenfalls gehen wir mal hier hin. Und da haben wir auch die neue Textur von Dulkis. Ihr seht, noch ein paar mehr Streifen dazu bekommen. Noch ein paar mehr kleine Krater. Und natürlich alle vier davon haben diese Textur bekommen. Und dann haben wir noch Tenera. Und das ist im Grunde dasselbe Spiel. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Textur einfach nochmal umgefärbt. Das war ja auch schon vorher der Fall. Also, da haben wir die Textur von Tenera. Und natürlich auch die drei weiteren kleinen Trojaner, die hier herumschwirren. Und damit war es das im Grunde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge kommen die nächsten drei Texturen dran, je nachdem, welche das dann sind. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.